Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Internetsprechstunde. Wir haben etwas Neues. Es ist nicht ein Thema, was wir heute besprechen, sondern ich beantworte Ihre Fragen, die Sie mir in der letzten Zeit gestellt haben. Erste Frage. Ich möchte neue Zähne, habe aber Angst vor den Abdrücken. Ich würge sehr schnell. Also das Thema Würgereiz. Ich kann direkt sagen, den Würgereiz bei der Abdrucknahme für neue Zähne gibt es nicht mehr. Warum nicht? Weil wir heute digital arbeiten. Das heißt, es wird eine Kamera in Ihren Mund gehalten und die Zähne werden in Anführungsstrichen fotografiert. Also keine Abdruckmasse mehr, kein Abdrucklöffel, kein Würgen oder dass das nach hinten läuft. All das ist vorbei. Nun gibt es allerdings auch Patientinnen und Patienten, die schon einen Würgereiz empfinden, wenn nur was in den Mund kommt. Also wenn eine Füllung gelegt wird oder ein Instrument in den Mund gebracht wird. Auch dafür haben wir eine Lösung. Eine meiner Mitarbeiterinnen, Frau Dr. Blum, ist spezialisiert auf Akupunktur. Das heißt, mit ihren Akupunkturnadeln ist sie in der Lage, den Würgereiz völlig zu eliminieren. Das heißt, das Würgen beim Zahnarzt, zumindest in unserer Praxis, ist vorbei. Nächste Frage. Ich möchte mir neue Zähne machen lassen, habe aber große Angst vor der Behandlung. Also das Thema Angst. Wir sind Schwerpunktpraxis für Angstpatientinnen und Angstpatienten. Das heißt, wir kennen das Anliegen dieser Patientinnen und Patienten. Die sind teilweise über Jahre, Jahrzehnte nicht zum Zahnarzt gegangen. Sie haben Angst vor der Betäubung, vor der Spritze. Sie haben Angst, dass im Mund was gearbeitet wird, dass man ausgeliefert ist, dass man dem Zahnarzt sehr nahe kommt. Und da haben wir uns natürlich weitergebildet und wir arbeiten jetzt ähnlich wie bei der Magenspiegelung oder bei der Darmspiegelung. Das heißt, Sie bekommen einen Zugang gelegt und Sie verschlafen regelrecht die Behandlung. Sie bekommen also von der Behandlung überhaupt nichts mehr mit. Und von da gesehen ist auch für Angstpatienten eine sehr gute Lösung in unserer Praxis vorhanden. So, die nächste Frage. Ich möchte keine Blechkronen, sondern weiße Zähne. Kann ich mir das überhaupt leisten? Blechkronen, darunter verstand die Patientin diese Metallkronen. Sie sehen das dann teilweise blitzen oder auch im Bereich der Schneidezähne, dass man die dunklen Ränder sieht. Das ist im Bereich der digitalen Zahnmedizin vorbei. Wir arbeiten heute nur mit Keramiken, also mit weißen Zähnen, die der Zahnfarbe entsprechend angepasst werden. Jetzt fragt man sich natürlich, kann man sich das leisten? Ist das nicht viel zu teuer? Nein. Durch die digitale Verarbeitung im Labor sind diese Keramikzähne genauso aufwendig oder nicht aufwendig wie der normale Zahnersatz aus Metall. Das ist also kaum ein Preisunterschied vorhanden. Manchmal sind die Keramikzähne sogar kostengünstiger als die Metallzähne. Wir haben das hier mal eingeblendet, damit Sie mal sehen können, wie solche Keramikzähne entsprechend aussehen. Zur Finanzierung noch, wir arbeiten ja mit einem Rechenzentrum zusammen. Das heißt, wir haben eine sogenannte kostenfreie Finanzierung. Das bietet uns das Rechenzentrum an. Und wir haben eine Mindestrate von 25 Euro im Monat. Das heißt, man kann sich schon die neuen Zähne leisten. Unsere Patientenberaterin, Frau Moreno, wird Sie darüber aber auch völlig unverbindlich aufklären. Man will ja wissen, was bekomme ich und was kostet mich das? Die nächste Frage. Ihr Telefon ist häufig besetzt. Ich hänge in der Warteschleife. Ja, das kenne ich. Aber auch da haben wir Abhilfe. Im Rahmen unseres Internetauftritts haben Sie die Möglichkeit, Online-Termine zu vereinbaren. Zu jeder Tageszeit, am Samstag und am Sonntag. Sie können sich sogar den Arzt oder die Ärztin aussuchen. Wenn Sie lieber von einer Ärztin behandelt werden wollen und ein Schmerzpatient sind, haben wir dafür eine Lösung. Und bei einem männlichen Zahnarzt ebenfalls. Das heißt, nutzen Sie die Gelegenheit und dann landen Sie auch nicht in der Warteschleife. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, würde mich freuen, wenn Sie mir weitere Fragen stellen können, zum Beispiel zum Thema Amalgam. Wie macht man das mit der Amalgamentfernung? Oder zum Thema Mund- und Zungenbrennen? Oder gibt es Erkrankungen, die mit den Zähnen zusammenhängen? Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin.